Das feuchte Windelmalheur auf dem Flohmarkt, den Jasmin, 19, mit Schwiegermutter Bärbel, 54, besucht hatte, ließ erahnen, dass die Arbeitslose eventuell schon mit Lanox etwas überfordert sein könnte. Dennoch plant die 19-Jährige das nächste Baby. Der Plan war, dass wir ein zweites Kind kriegen. Da wollen wir heute den ersten Test machen. Mal gucken, ob es schon geklappt hat oder ob es noch bisschen dauert, sagt sie in der Dienstagfolge. Sie und Ehemann Mike, 20, versuchen es seit einem knappen Monat, solange ist auch ihr Verhütungsstäbchen draußen. Seitdem protokolliert sie ihren Zyklus, um den perfekten Moment zum Schwangerwerden zu sehen. Während Jasmin den Schwangerschaftstest macht, ruft Mike aus dem Wohnzimmer, wie ist das Ergebnis? Die Antwort aus dem Bett, negativ. Am nächsten Morgen geht's für Jasmin aufs Bürgeramt, um einen neuen Ausweis mit ihrem neuen Familiennamen zu beantragen. Dummerweise hat sie aber ihr altes Dokument sowie Geburts- und Heiratsurkunde daheim liegen lassen. Im Stress, wie sie sagt, ich musste mich beeilen, weil der Kleine wach geworden ist und ich ihn nicht im wachen Zustand dalassen konnte. Mein Mann schläft in der Regel noch oder zockt schon. Unterstützung erhalten die jungen Eltern auch von Mikes Mama Bärbel, 54. Die erfährt von Jasmin, dass ihr Sohn und die Schwiegertochter im Monat wahrscheinlich mehr Geld zur Verfügung haben als die Vollzeit als Reinigungskraft arbeitende Oma. Natürlich ärgert mich das, weil ich mir die Knochen kaputt mache. Dann hörst du sowas und denkst dir, ist Bärbel frustriert.